Der Nikola ist ein Mammutprojekt und das Projekt zeigt die Grundzüge einer internationalen strategischen Allianz, ausgerichtet auf den Antrieb der Zukunft bei den schweren Nutzfahrzeugen. Dabei wird der Nikola Tre als europäisches Joint Venture von Iveco, der FPT Industrial und der Nikola Motor Company am Standort Iveco in Ulm gebaut. Zwar mag noch vieles an der Idee des batterieelektrischen Schwerlast-Lkw unklar wirken, jedoch haben der Rücktritt von Trevor Milton als Nikola-Gründer und die damit verbundene Nominierung von Stephen Gursky als neuen Executive Chairman keinerlei Auswirkungen auf das Joint Venture und die damit bei Iveco laufenden Aktivitäten und Zeitpläne. Das betont Iveco gegenüber Eurotransport TV. 5 Prototypen des Nikola Tre werden, wie geplant, derzeit unter großer Geheimhaltung bei Iveco in Ulm aufgebaut. Und erste Testfahrten mit den batterieelektrischen Prototypen sind noch in diesem Jahr geplant. Das bedeutet gewaltige Investitionen in den Unternehmensstandort Ulm. Auch hier liegen wir voll im Zeitplan. Es wurde hier bereits eine Halle entkernt, in der vorher der Stralis gebaut wurde. Aber man konnte natürlich diese Anlagen nicht übernehmen, sondern es wird alles komplett neu gebaut. Wir sind auch aktuell dabei, für Nikola schon die ersten Arbeitsplätze hier zu belegen. Und die ersten Prototypen werden aktuell hier aufgebaut, vor allem für die batterieelektrische Variante. Und diese Prototypen werden in diesem Jahr dann noch ihre ersten Runden hier auf der Teststrecke ziehen. Hinsichtlich der Antriebstechnologie setzen Iveco und Nikola auf einen dualen Weg. Vor der Produktion des Brennstoffzellentrucks Nikola Tre ist nämlich eine rein batterieelektrische Version geplant. Ziel sind ein emissionsfreier Fernverkehr und konkrete Umweltvorteile für den Langstreckenverkehr. Wie aber lassen sich diese beiden Antriebstechnologien miteinander verbinden? Wir starten mit dem Nikola Tre natürlich in der batterieelektrischen Variante. Das heißt, es werden voraussichtlich 9 Batterien verbaut sein im Nikola Tre. Damit haben wir eine Reichweite von 400 bis 600 Kilometer, je nachdem, wie die Peripherie aussieht, wo das Fahrzeug bewegt wird. Die zweite Variante wird dann der Nikola Tre mit der Brennstoffzelle sein. Der einzige Unterschied zur batterieelektrischen Variante ist, dass wir eben weniger Batterien drin haben und dafür die Brennstoffzelle und erreichen dann natürlich entsprechende Reichweiten für den Fernverkehr. Mit der weltweit ersten Sattelzugmaschine mit Brennstoffzelle soll der Lastentransport revolutioniert werden. Sie soll 1000 PS Höchstleistung und eine Reichweite von bis zu 1100 Kilometern haben. Die Auslieferung der ersten Nikola-Varianten mit Batterieantrieb ist für das nächste Jahr geplant. 2023 folgt dann der Nikola Tre mit Brennstoffzellenantrieb. We'll be right back.